Was meinst du, schaffen wir die 130er-Marke? Stimmt. Sich halt nicht erschreckt. Das ist mein Leben. Sitzt da jemand? Nee. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Taschenlampe. Geil. Und wer zahlt das jetzt? Und wie fühlst du dich? Wie daheim? Ah. Herrlich. Ja, direkt wohnen, oder? Alkohol. Oh, super. Sofa. Oh, geil. Schade, kannst du nicht aufheben. Alter. Puh. Okay. Ah, ich werde gerufen. Ah, gehen wir mal hin vielleicht. Ja, ganz viele Kekse. Der Pulsmesser hätte man dran machen können. Am nächsten Mal. Bei dir. Ja. Nennst du den anderen Weg am besten? In einem Kreis? Ja. Hallo. Was? Mit dem Laufen ist es ein bisschen so, ah ja, ich kann mir ja drehen. Machen. Okay. Wartet schon jemand auf mich? Wir spielen ein bisschen Ouija. Hm? Hi. Boah. Geil. Jetzt hast du die Taschenlampe. Das ist... Okay. Nur eine Ziege. Guck mal, da ist ein Mädchen.
Oder nee? Aha. Es kommt bestimmt irgendwas, also. Ah, nö. Nö? Passiert jetzt gar nichts mehr. Du kannst einfach durchlaufen. Ja, das glaube ich auch. Ganz nett hier. Jetzt kommen sie gleich. Überraschung. Verrat doch nicht gleich alles. Oh, ein Panzer. Okay. Oh. Taschenlampe. Warte, ich mach auf. Das ist ganz normal. Stand ich voll in der Tür? Nein! It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in the morning. Akku leer. Was? Akku leer? Ja. Von was? Taschenlampe. Achso. Naja. Mach nichts. Hätte ja funktionieren können, das Schütteln. So. Sexy. Hallo. Oh. Wo bist du? Aha. Ich glaube, wir sind beide mehr angespannt als er. Geil. Das ist echt richtig schön gemacht, ey. Mhm. Findest du die Grafik? Wahnsinn, also richtig geil, also so, als ob ich wirklich drin wäre. Alter. Puh. War es noch nicht zu Ende? Laufe ich im Kreis, oder? Nee, glaub nicht. Im Schlafzimmer war ich noch nicht. Oh. Okay. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das jedes Mal neu gucke, wie das Leute spielen, dass immer was Neues passiert. Also die Szene kenne ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Stehe ich irgendwie am Ventilator, es zieht. Boah. Ja.
finde die Ziegen viel gruseliger als das Mädchen irgendwie. Darunter. Okay. Das ist keine andere Wahl. Wunderschöne Frau. So ein ähnliches Bild habe ich daheim. Vielleicht ist es das Bild. Stimmt. Das Bild von dir? Genau, als ich noch jünger war. Wow. Ich glaube, das ist der Rauch von Lost. Sagt die Serie Lost was? Ja, ich habe aber nicht geschaut. Wie? Hallo? Hoppa! Bester Trip meines Lebens. Aber immerhin rennt keiner mit dem Messer auf dich zu. Noch nicht. Warst du in allen Räumen schon? Ja. Aber wie gesagt, manchmal kommt es mir so vor, als wäre immer was Neues. Aber die Szene kannte ich ja zum Beispiel im Kino. Viel zu harmlos. Sieht nach Spaß aus. Ja. Und immer wieder diese Frau. Der Olaf. Der Olaf. Das ist der Olaf. Oh Gott. Ach, cool. Cool. Herrlich. Wäre ja viel zu einfach. Da werden schon die Bilder schlimmer. Das nennt man Kunst. Ui. Geil. Uiuiui. Dass ich sich umzudrehen. Oh nein! Ja. Hier geht's nicht weiter. Ah doch. Yes.
You're going to die. Die in? Die in! Die in! Die in! Ich glaube, sie mag dich, sie macht es romantisch für dich. Ja, das dachte ich mir schon so. Vielleicht wird's heute noch was. Komm. Hey, Satan! So, Fahrstuhlmusik noch dazu. Genau. Hallo. Muss ich jetzt da überall reingucken? Jetzt hast du, glaube ich, die Wahl. Geradeaus oder runter? Da leuchtet so schön. Mal gucken. Boah, da geht's aber. Die Tür schließt sich hinter dir dann, gell? Ja. Ja! Ja! Nein! Nein! Oh! Nice! Was, echt? Ja. Ich hab's überlebt. Wir sind bei dir. Da wär gesehen bei Eddie, was du für eine Hilfe bist. Ja. Du weißt ja schon, was dich erwartet. Nur den anderen Weg weißt du nicht, was dich erwartet. Das macht dich ich besser. Nicht. Das ist echt beeindruckend, wie realistisch das ist. Wie empfindest du das vom Unterschied mit der PlayStation VR? Screen-Door-Effekt? Deutlich besser, ja. Man sieht zwar noch ein bisschen, wenn man sich drauf konzentriert, aber... Ja, aber bei weitem... Das andere ist ja Gameboy-Grafik. Ja. Die Linsen sind auch ausgetauscht, da sind andere Linsen drin. Sonst hättest du jetzt einen kleineren Schärfebereich. Okay. Ach nö. Ja, ist noch easy. Der ist noch gechillt. Jetzt geht's hoch! So, jetzt gehst du nach links. Das erklärt auch sein starkes Schnaufen. Du kannst auch mit uns reden, wenn es dich ein bisschen... Oh Gott. Ich kann gerade nicht reden. La 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 la. Was meinst du, schaffen wir die 130er Marke? Stimmt. Oh ja, ich hab fast. Es kommt noch. Es kommt noch. Hat er schon Zimmer ausgesucht? Ja. Den anderen Weg hat er genommen. Das du? Warum ist die Taschenlampe links? Kann man das tauschen?
tausch einfach die Hand. Achso, aber da musst du auch mit... Ich glaube, da musst du jetzt durch. Ah, jetzt ist sie auf der anderen Hand, oder? Ja. Ach nö, da ist sie doch. Ist nur Staub. Lass dir Zeit. La 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 la, das ist alles ganz... Get out, ja, ich... Okay. Theoretisch müsste man... Euer Ernst? Das... Ihr seid so Penner. Alles gut. Du bist nur bei einer Hausbesichtigung. Mhm. Sekt gab's am Empfang. Naja. Oder du suchst ihn noch. Total, alles ist super. Ich freue mich auf meinen Sekt. Und sie sich auch. Golden Sekt. Nehmen Sie Platz. Das Mädel hat ihre Tage, deswegen ist sie so drauf. Aha. Wow. Ist das so eine Entscheidung, hat ihr das zu? Ach nö. Nö. Bis jetzt machst du das ganz gut. Naja. Mein Herz nicht. Es war noch nicht über 130. Ja. Krass. Ekelhaft. Nein, kein
Puppen. Wahnsinn. Du hast keine Wahl, du musst rein. Passiert nichts. Das war doch lame, oder? Ja. Ja. Ich hab nur die ganze Zeit mega Angst vor einem Jumpscare. Ja. Aber wie du gesagt hast, die Schwarzwerte sind echt wahnsinnig beeindruckend. Ja. Das ist so richtig schön schwarz ein. Mann! Mann! Ja. Den kenne ich doch irgendwoher. Aha. Ah, der ist ja hübsch. Wunderschön. Richtiges Model. Können wir nicht irgendwas Schönes spielen? So mit Blumen und so. Ja, My Little Pony oder so. Du darfst dann Beat Saber spielen danach. Ich glaube, danach bin ich zu zittrig, um die Controller zu halten. Welcher normale Mensch geht da jetzt hin? Ja, gell. Ich hätte gesagt, ich hätte mich geweigert, ich hätte mich jetzt auf den Boden gesetzt und nö. Ja. Wie so ein trotziges Kind. Ja. Lauf mal und guck die Puppe nochmal an. Achso, jetzt ist schwarz. Sie verfolgt dich eigentlich mit den Blicken. Mann. Ich renne jetzt einfach. Ich renne jetzt einfach nur noch durch. Ach, das ist sie. Wahrscheinlich. Ist ja gar nicht so schlimm. Müssen wir mal die Glühbirne wechseln.
Hose. Digga, voll in Anschlag gegangen. Einfach raufrotzen auf. Ja. Alter. War zu kurz. Wenn ich daran denke, wie weit Eddie gelaufen ist, habe ich ja nicht mal die Hälfte hinter mir. Ey, guck mal, bei mir gibt's keine Ziegen, bei mir gibt's Büffel. Ah, ja. Genau. Ja, an eine Stelle kann ich mich erinnern, die ist richtig gut. Gut für euch oder gut für mich? Auch für dich. Naja, bestimmt. Ich sehe das Ding doch da. Da gehe ich nicht rein. Echt, hey? Nicht gezuckt? Da fliegt ein Tisch auf dich und du zuckst nicht? Nee. Oh Mann. Ich zuck nur, wenn mir irgendwelche komischen Sachen ins Gesicht sprengen und ich es vorher nicht sehe. Aber so richtig eiskalt. Nix. Meine Taschenlampe hat sich gerade jetzt ist sie wieder. Geht gerade Synchronisationsprobleme, glaube ich. Ja. Sie ist wieder da. Okay. Sie Wir ist wieder da. In der virtuellen Realität, da muss man mit Tracking-Problemen auskommen. Ja. Also die Immersion ist deutlich, deutlich intensiver als an der PS4. Die singt aber schön. Ich finde, das Lied ist doch schön. Mhm. Komm, Rinder ins Verderben. Das sieht so magisch aus wie Harry Potter. Und gleich springt mir irgendwas ins Gesicht. So ein Frosch. Ja, ein Frosch. Schön wär's. Das sieht echt wahnsinnig ich glaub, geil aus. Hier würde ich dann mich hinsetzen auf dem Boden. Ja. So fuck it. Unter den Flügel, der beendet das Ganze schnell. Ja. Kaputt. Hui. Hui. Oh nein, ihm fehlt ein Auge. Kann's auch nicht tun. Und er hat irgendwie Dreck an der Nase. Ja. Oh, das ist jetzt die schöne Stelle. Das ist die, wo ich meinte. Die schöne oder die schwere? Die schöne. Ach, wow. Das ist so geil in dir. Oh Gott. Digga, mit Kater wird einem da übelst schwindelig. Holy shit. Das macht der Kopf nicht. Das will der Kopf nicht. Oh, Junge. Oh,
Frau, Junge. Wir hatten so viel Geld für so einen langen Teppich. Ja, das ist jetzt auch meine Sorge. Oh ja. Ja, das ganze Haus voller Teppiche. Und so viele Bilderrahmen, aber keine Bilder drin. Das ist voll die Verschwendung. Der Künstler tut mir leid, der das gleiche Bild 10.000 Mal malen musste. Puppen. Das haben sie gehört. Aber ich hasse auch Puppen. Ja. Das ist auch wieder die Wahl, runter oder geradeaus. Kann jetzt aber nicht sagen, was passiert bei wem, bei was. Ich glaube, geradeaus ist dann besser, weil dann geht's länger. Über Medi. Warum tue ich mir das an? Ja, moin. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.